Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Alien Play Savtech Ages of the Sky. Und damit herzlich willkommen zu einer ein bisschen chaotischen Folge. Ich gehe da zumindest einmal ganz stark davon aus, dass es wieder eine werden wird. Denn wir gehen in die Hölle. Ja, nicht in den Nether, sondern in meine ganz persönliche Hölle. Wir haben ja noch einige Sachen offen im Twilight Forest. Wir müssen noch einiges erledigen. Wir brauchen mitunter für unsere Quests einmal von dem Dark Forest Maze brauchen wir Prismarine Drops. Wir brauchen, ich glaube, für den Biomalizer. Schauen wir mal kurz. Kompass. Okay, da brauchen wir nix. Biomalizer. Ich glaube, wir brauchen irgendwie alles Mögliche an Zeug. Genau, wir brauchen Sickly Twilight, Oak Sapling, Torchberries, Blank Magic Map, Canopy Tree, Root Strands. Und das ist nur ein Part. Das ist wirklich nur ein Part, denn um hier weiterzukommen, brauchen wir ja den Reaktor und da brauchen wir so ziemlich alles von Twilight Forest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade. Wir haben hier sogar noch stehen, ja, man könnte es entweder vom Urgas Tower diese Pistons holen oder eben mit Sachen craften, die man in Twilight Forest findet. Und das Pistenrezept wurde ja verändert, Pisten, wenn man schaut, dass man das Ganze auch mit Octin ingibt. Das heißt, man könnte das Ganze über Betweenlands lösen. Bringt einem aber nichts, weil der Pisten alleine ist nicht die Lösung. Man muss sowieso den kompletten Twilight Forest spielen für den Reaktor. Von dem her ist Betweenlands eigentlich komplett außen vor. Und Betweenlands ist so eine geile Mod. Ich finde es echt schade, dass das so auf Seite geschoben wird im Gegensatz zu Twilight Forest und man heute wirklich gezwungen ist von Twilight Forest eigentlich im Grunde genommen alles zu spielen. Also ich muss das komplett alles spielen, währenddessen die Betweenlands, die habe ich noch nie gespielt. Twilight Forest war bis jetzt in jedem Modpack mit drinnen, keine Ahnung, oder in jedem zweiten. Und ich kann es, ja, ich habe schon ein paar mehr. Egal, ich schimpfe jetzt nicht mehr weiter drüber. Wir machen einfach die Quests durch. Wir müssen definitiv einmal, ich weiß es gar nicht, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, wir müssen jetzt als erstes mal in das Maze, wenn mich nicht alles täuscht, und dort irgendwas machen. Keine Ahnung. Ich werde einfach alles der Reihe nach durchbetteln. Ich nehme natürlich meinen Atlas wieder zur Hand. Mir geht gerade irgendwie ein kleines bisschen die Luft aus. Ich denke, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Maze gefunden habe. Ich habe jetzt mal nachgeschaut und anscheinend ist das hier das Maze, weil hier ist ja das, wo man die Trophy draufstellen muss. Ich habe immer gedacht, das andere ist die Maze. Aber egal, dann gehen wir halt einfach hier rein, ist kein Problem. Wir werden hier sofort angegriffen, was aber für mein Schild kein Thema ist. Und hier bekommen wir auch die Prismarine Shards. Nice, sehr schön. Die Frage ist, waren da noch mehr? Beziehungsweise ich ziehe die Rüstung aus. Mir ist es zu gefährlich. Ich ziehe lieber diese Rüstung. Wir haben schon bloß noch 405 Durability. Da geht's runter, würde ich fast behaupten. Ich würde fast sagen, da geht's runter. Wir sind hier reingekommen. Weiß nicht, können wir uns das... Wir könnten uns theoretisch hier sogar einen Waypoint setzen. Okay, dann haben wir zumindest eine grobe Idee, in welche Richtung das wir gehen müssen, um hier wieder rauszukommen. Wir brauchen Prismarine Shards, und zwar jede Menge für Sea Lantern. Ui. Ja. Da brauchen wir sogar 4 Stück dafür. Und ich brauche ja 4 Sea Lanterns. Das bedeutet, ihr müsst hier ewig farmen. Ui, ui, ui. War das jetzt ein Creeper, oder? Das war kein Creeper. Das war TNT. Seit wann platzieren die TNT? Das bedeutet, ich muss fast die andere Rüstung anziehen. Was doof ist. Zwecks Durability. Okay, also wir haben hier schon mal die Möglichkeit gefunden, die Teile zu farmen. Was natürlich optimal ist für die Prismarine Shards. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Stück. Dauert natürlich einige Zeit. Ist so eine kleine Offscreen-Aufgabe. Die Frage ist, soll man es ausleuchten? Wir könnten es natürlich theoretisch noch ausleuchten währenddessen. Dann stört es uns momentan nicht. Die Kisten habe ich teilweise gelootet. Charm of Life nehmen wir mit.
Steel Leaf Sword hat keinen Use. Hat auch keinen Use von dem her. Alles gut soweit. Genau, dann können wir schon weitergehen und uns Richtung Bosse durchbetteln. Ich hoffe, dass wir die hier irgendwo finden können. Okay, irgendwie werde ich hier von so einem King Phantom bedroht. Okay. Der hat sich gerade selbst getötet. Und ich habe gerade irgendeinen Erfolg bekommen. Bin mir jetzt ganz... Okay. Da wurde was geändert. Irgendwie... War das schon immer so ein komisches Phantom? Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Jetzt greift mich schon wieder eins an. Aber ich habe doch gerade eins getötet. Also da geht auf jeden Fall der Weg runter. Ich bin aber noch nicht runtergelaufen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal kurz an. Ich werde auf jeden Fall hier schon mal ziemlich belästigt. Was aber kein Problem ist für mein Schild. Die machen sich, die hauen sich wieder selbst das übliche Spiel. Okay, die sind eigentlich auch immer so kleine Paniker, die eigentlich bloß Angst haben und immer davonlaufen irgendwie. Aber die können es trotzdem nicht lassen. Immer wieder greifen sie an. Ui, und ich muss mal was essen. Okay, also hier bin ich schon reingegangen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Ah, schon wieder so viel Loot. Night Metal. Eisen, 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 Eisen. Da ist er schon wieder. Der doofe Kerl, der in der Wand verschwindet. Ah, jetzt kommen wir dem näher, was ich erwartet habe. Hier, das kenne ich. Das kenne ich. Aber dass die durch die Wände fliegen, ist mir neu. Muss ich gestehen. So, jetzt kommt's her. Jetzt bin ich vorbereitet. Hallo? Ah, das heißt nicht King Phantom, das heißt Night Phantom. Oh Mann. Kommen die auch mal her oder sind es... Sind die zu feig? Hallo? Ui, ist es auf jeden Fall doof, hier das Schild wegzulegen. Denn die ziehen ganz schön. Und jetzt greifen sie auch plötzlich an. Wenn man eine Sekunde nicht aufpasst, dann sind sie von mir alle da und greifen an. Eieiei. Erstmal wieder ein bisschen hochhealen. Vor allem, ich habe das andere Schwert benutzt, damit ich ein bisschen Will einsammeln kann. Okay, wieder einer tot. Und. Irgendwie greifen die nicht so richtig an. Also mein Schild funktioniert, so wie es aussieht. Es wackelt zumindest wild hin und her und scheint hier irgendwas zu bewirken. War das der letzte? Ich glaube, die Kiste war vorher nicht da. Ja, es war der letzte. Wir bekommen alles mögliche an Zeug, das ich wieder gar nicht einsammeln kann. Nightly Pick, 512 Durability. Mining Speed 8. Nice. Die hätte ich gern. Die Ausrüstung hätte ich gerne. Lass mal schauen, ob man da irgendwas... Das kann man rausschmeißen. Und vielleicht können wir hier auch einiges wieder zusammen merchen. Ja, doch wieder einiges geschafft. Jawohl, okay. Dann haben wir diesen Part erledigt. Ich glaube, da war immer nichts drinnen. Die sind... alle leer, wenn mich nicht alles täuscht. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich mir ein bisschen anders dran erinnert. Waren die früher anders? Ja, kann natürlich sein. Ich meine, das verändert sich auch ständig, das ganze Mod. Wir ziehen unsere Flugrüstung wieder an
Und dann würde ich sagen, ich darf erst einmal nach Hause fliegen und erst einmal ein bisschen Ordnung schaffen in meinem Chaos, weil wir haben gar keinen Platz mehr für irgendwas Neues. So, wenn ich das Ganze jetzt richtig sehe, dann müsste das nächste eigentlich schon der Orcas Tower sein. Und ich habe jetzt auch schon mal einen gesucht. Ich denke, wir fliegen jetzt einfach mal hier rein. Und wir brauchen hier so einen Reaktor. Steht's. Nö, du noch nicht. Du noch nicht. Genau, denn das Ganze machen wir ja für die Coal Engine. Und wir brauchen hier definitiv schon mal zwei Gas-Tiers. Und wir brauchen Fiery Gears. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir das hier bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, wir bekommen das Ganze hier. Aber wie, wo, bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Und wir brauchen jede Menge. Wir brauchen 4, 8. Wir brauchen 16 Stück hiervon. Wir brauchen einen Carminid-Reaktor. Denn ich habe keine Ahnung, wie man Redstone-Ore bekommen soll. Also das hier ist ja quasi noch komplett außen vor. Ja, wobei, es wäre eventuell sogar möglich. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dafür kenne ich Abyssalcraft zu wenig. Aber hier auch wieder. Also den Reaktor, okay, da weiß ich noch, wo ich den bekomme. Aber wo ich 16 Fury-Tiers herbekomme, müssen wir schauen. Ich denke, wir gehen hier einfach mal. Okay, hier brauchen wir den Key. Kann ich mir da durchbuddeln? Eher schlecht. Eher schlecht. Okay, dann muss ich mich hier einfach mal durchbetteln. Oder ich kann auch einfach durchlaufen. Ah! Wir haben einen von die 4 Sticky Pistons. Wir brauchen ja hier, ich glaube, 4 Sticky Pistons. Genau, 1, 2, 3, 4. Sehr schön, dann haben wir das Part schon mal erledigt. Die Lampe wäre vielleicht auch ganz interessant zum Mitnehmen. Hey, stopp. Okay. Die ziehen ganz schön. Aber zum Glück ziehen es auch sie. Ui. Nein, ich habe die andere Rüstung noch an. Okay, es geht noch einigermaßen. Ein Pisten wieder. Ah, okay, da hätte ich wahrscheinlich das erste Mal aus dem Weg schieben müssen. Egal, dann klauen wir uns einfach diese Towerwood Plank. Vielleicht geht es auch kaputt, ich weiß es nicht. Ah, da bekommen wir wieder das Gleiche. Da bekommen wir wieder das Gleiche. Ich habe gehofft, dass wir hier ein bisschen was anderes rausbekommen. Ah, und die sind es. Hier bekommt man also diese Borer Essenz. Interessant. Die habe ich gesehen. Und zwar, wenn man den Carminid Reactor craften will, dann braucht man ja diese Teile hier, das Carminid, und dafür braucht man die Borer Essenz. Ich habe noch nie so einen Block abgebaut, deswegen habe ich das nicht gewusst, dass da hier so kleine Mobs drinnen sind. Drei drei Sticky Pistons haben wir schon. Stopp. Falsche Waffe. Ja, genau. Einfach mal zwei Creeper drinnen. Zum Glück haben die hier nicht ganz so viel Power, weil die Materialien so hart sind. Da geht's raus. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht rauslassen. Haben wir die irgendwas gedroppt? Irgendwas Sinnvolles? Nein, nur Spider-Eis. Aber irgendwo muss so ein Reaktor sein. Geht jetzt mal hier weiter nach oben. Ich wollte gerade sagen, die schauen mir nämlich nach dem Haupttor aus. Geht aber jetzt schon langsam interessant. Hier haben wir kleine Ghasts. Und die hätte ich nämlich gerne wegen den Ghast-Tiers. Also ich hoffe. Ich hoffe mal, dass die welche droppen. Ich muss jetzt da auch mal die andere Rüstung wieder anziehen, denn hier werden wir wohl oder übel hochfliegen müssen. Ist jetzt noch keins. Ich schmeiße mal das andere Zeug hier raus. Jawohl, wir haben die erste Ghast hier. Genau, und zwei Stück brauchen wir ja definitiv. Ui, ich muss schauen, dass das nicht abbrennt. Das wäre doof.
Okay, also wir haben die zwei Gastiers für die Coal Engine schon mal gefunden. Das ist schon mal sehr nice. Jetzt brauchen wir eben nur noch unseren Carminid Reactor. Jawohl, und da ist er. Da ist das gute Zeug. Und da ist sogar die Anleitung, wie man das baut, glaube ich. Nur das Redstone-Erz fehlt. Also wir nehmen jetzt definitiv mal alles mit. Denn diese Item-Frames, die kann man natürlich gut brauchen. Holz muss man schauen, ob man das dann wirklich alles mitnimmt. Die Frage ist nur, also wenn ich das Zeug hier alles reinschiebe, dann wäre es zu spät. Low-Grade Charcoal. Nice. Basalt. Und ich möchte dieses Teil. Die Frage ist, kann ich das einfach abbauen? Okay, ist es Holz? Weg mit die Karotten. Nein, nicht weg mit den Melonen. Weg mit dem Bones, weg mit dem Holz, weg mit dem Zeug, weg mit dem Granit. Jawohl, wir haben den Reaktor. Wir haben den Reaktor und dafür haben wir eigentlich alles. Na, wir brauchen noch die Fiery Tears. Also die Fiery Gears. Die Fiery Tears für die Fiery Gears. Interessant, interessant. Ich glaube, die Low-Grade Charcoal sollte man auf jeden Fall mitnehmen und ich sollte auch das richtige Tool benutzen. Und ich glaube, die Pistons sind auch so ein Thema. Ich ziehe natürlich das komplette Zeug hier hinter mir her. Ich schmeiße jetzt mal alles da oben rein. Außer das und die, die kann man wegschmeißen, das kann man wegschmeißen. Den Rest lasse ich jetzt mal da oben drinnen. Und was ich mir definitiv mitnehme, das sind die ganzen Pistons. Denn wenn die doch relativ doof zum Craften sind, dann wäre es blöd, die nicht mitzunehmen. Ganz einfach. Jetzt ist nur die große Frage. Geht das nochmal so ein Teil? Ich glaube, wir nehmen das auch nochmal mit zur Sicherheit. Einfach nur zur Sicherheit. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Part und das ist der Urgast. Ich denke mal, genau, wir müssen hier hochfliegen. Die Frage ist, na okay, ihr erwischt noch nicht gut. Zum Glück habe ich im Twilight Forest irgendwo einen komischen Bogen gefunden. Wobei ich aber die Befürchtung habe, dass mir hier die Pfeile nicht ausreichen. Okay, der ist weg. Muss ich doch hinfliegen. Wo ist er? Der wird unsichtbar, wenn ich reinfliege. Das ist natürlich doof. Komm her, bleib da. Okay, also ich ziehe ihm zumindest Leben ab. Das ist schon mal sehr nice. Und er zieht mir nichts ab, weil ich ihm anscheinend zu nah bin. Also Creative Light hilft uns hier sehr, 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 sehr weiter. Aber mein Schild ist kaputt, sehe ich gerade. Ah, wie lange ist denn das schon kaputt? Egal. Ein, zwei Schläge noch und. Und. Jawohl, wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Nice. Muss man nur noch da unten ein kleines bisschen aufräumen. Okay, dann haben wir hier schon mal aufgeräumt. Da drüben waren auch noch ein paar. Und da ist nämlich auch die Kiste. Da ist die Kiste mit unserem Stuff. Wir haben 10. Und wir brauchen 16. Das ist doof. Obwohl. Okay, also hier brauchen wir 8 Stück. 8 Ingots raus. Es hilft uns nichts. Wir können das nicht verdoppeln. Lava Crystal, Fury Ingot.
Also wir brauchen da immer eins dafür. Das heißt, ich muss noch einen zweiten Tower machen, so wie es aussieht. Da muss ich wohl oder übel noch einen zweiten Tower machen. Denn wir haben ja gesagt, wir brauchen 18 Stück. Ich brauche hier die 4 Ingots. Ich brauche hier definitiv die 4 Ingots. Ich kann natürlich die komplette Rüstung, Fury Boots, Leggings und alles einschmelzen. Aber das müsste ich natürlich auch erst einmal haben. Das habe ich nicht. Ich bekomme immer nur so Steel-Leaf-Zeug und so Gelumpe. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe mittlerweile auch einen zweiten Urgas getötet. Der hat nicht mehr 10 gedroppt, sondern nur 8 in dem Fall. Was uns aber egal sein soll, wir brauchen ja genau die 16 Stück. Wir haben hier auch noch ein kleines bisschen Eisen übrig und wir haben hier sogar noch mehr Eisen. Nice, wir haben Steel-Leaves, die brauchen wir auch. Denn wir brauchen auch noch diese Steel-Leaf-Rods für die Coal-Engine. Und ich würde sagen, wir bereiten schon mal das Zeug, was hier von Twilight Forest benötigt wird, vor. Okay, die Sticky Pistons, die sind fertig. Das bedeutet, die Gastiers sind fertig. Der Carminite Reactor haben wir auch 2 Stück. Von dem her kein Problem. Genau, dann fehlen uns eigentlich nur noch die beiden Fury Gears und die Steel Leaf Rods. Und die Rods, die machen wir aus Platten und die Platten machen wir aus Steel Leaf. Ja, ist ein bisschen komisch, aber naja, egal. Wir müssen einfach nur 4 Stück hier kleinhämmern zu Platten und das Ganze dann, das waren jetzt 3 Stück, das Ganze dann eben weiterhämmern zu Rods. Okay, dann haben wir das erste Stück. Sehr schön, das bedeutet, es funktioniert. Und nice. Genau, dann haben wir schon mal die 4 Rods, die wir brauchen. Genau, 4 Stück. Und jetzt fehlen uns bloß noch die Fury Gears. Und dafür müssen wir allerdings jetzt erst einmal ein anderes Gear herstellen. Denn wir brauchen natürlich erst einmal die Schablone. Bedeutet, wir schmeißen hier schon mal 2 Gold in dieses Teil rein. Dann können die schon mal schmelzen und craften uns hier ein... ich tippe jetzt einfach mal hier ein Wooden Gear. Das kennen wir ja schon von früher. Und dann craften wir uns hier ein Stone Gear. Das Ganze dient jetzt einfach nur als Vorlage, als Schablone. Das müsste gleich geschmolzen sein. Genau, dann können wir das hier drüber gießen. Dabei verschwindet das Goldteil. Und jetzt müssen wir eben die 16 Fury Ingots hier stellen. Herstellen. Und eigentlich nur noch eben hier reingießen. Dann müsste das Ganze schon funktionieren. Molten Fury aus den Ingots, perfekt, genau, 16 Stück, glaube ich, waren das, 4, 8, 16, genau. Und dann haben wir hier schon mal unsere, können wir eigentlich einmal eine Kiste nehmen. Die Kiste könnten wir uns hierher packen, weil hier, ja, okay, da ist das restliche Twilight Forest Zeug. Ich habe noch nicht genügend Müll, deswegen müssen wir hier nochmal eine zusätzliche Kiste hinpacken. Na egal, ich würde sagen, wir jede Menge Eimer mit Milch und allem drum und dran. Ironwood Pick. Okay, die Ironwood Pick und die... Okay, die hat Fortune 1. Die hat Efficiency 3. Ich schalte jetzt mal das F3H wieder aus. Das nervt im Moment gerade ein bisschen. Efficiency 3, Fortune 1. Das ist schon mal sehr nice. Excavate 5. Was auch immer das jetzt bedeutet. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ist das Ore Excavation? Silk Touch. Hier könnte man sogar theoretisch das Redstone rausbekommen. Excavate 5. Testen wir jetzt einfach mal. Was bedeutet Excavate 5? No idea. Ich will die jetzt gar nicht haben. Muss ich bloß wieder was machen damit. Pflanzen wir es wieder hin. Keine Ahnung, was das bedeutet. Kannst jetzt bitte da raufhüpfen. Dankeschön. Aber egal, egal. Wir wollten uns ja was holen. Und zwar kann ich jetzt mal anfangen, das erste zu gießen. Jawohl, das erste. Hä? Fury Gear. Gearcast. Okay.
Egal. Habe ich das nochmal reinklicken müssen. Warum auch immer. Ist egal, Hauptsache es funktioniert. Genauso, wir brauchen zwei Ghast-Tiers. Wir brauchen einen Carminid Reactor. Was haben wir noch gebraucht? Vier Sticky Pistons. Dann können wir schon mal anfangen, hier das Rezept so ein kleines bisschen nachzustellen. Nein, können wir nicht. Ich brauche ja Doppelkiste. Bin schon mal wieder absoluter Held, aber ich glaube, die da draußen sind eh frei. Genau, da können wir die schon mal wieder abbauen. Da habe ich mein ganzes Zeug aus der Tasche zwischengelagert, weil die Tasche immer so schnell voll war. War man dann zu doof. Aber jetzt. Okay, also Sticky Pisten oben und unten und dann drei Blöcke in der Mitte frei. Nein, hier war es. Drei Blöcke frei. Hier. Ich vermute mal so. Genau. Dann Steel Leaf Rods jeweils an den Außenseiten. Sehr schön. Die beiden Ghast-Tiers. Hier und hier und in der Mitte dieses Teil. Was fehlt uns dann noch? Uns fehlt dann noch zwei Anvil. Oh Mann, das ist jede Menge Eisen. Das muss ich erst einmal alles durchschmelzen. Das habe ich gar nicht durchgeschmolzen. Gold-Chests. Okay, das ist eine normale Kiste mit Goldplatten außenrum. Muss ich auch erst durchschmelzen. Ist auch kein Thema. Das mache ich dann einfach offscreen. Also das und das ist wirklich eine Offscreen-Aufgabe. Uns fehlen noch die vier Gears. Und dann natürlich noch die beiden Teile. Cauldron haben wir sogar, aber mache hier neun. Hier brauchen wir noch was von der Betweenlands. Haben wir noch nicht. Aber den Rest kann ich eigentlich schon mal alles vorbereiten. Genau, es fehlen uns einfach nur noch diese Zahnräder. Haben wir auch schon zwei Stück. Eins, zwei. Machen wir die beiden noch. Der Cauldron. Wie war der Cauldron? Machen wir einfach kurz. Okay, ganz easy. Einfach nur fünf so Teile. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Ganze dann im Kiln. Im Clay Kiln. Der ist da oben. Packen wir einfach kurz hierher. Feuert man nochmal kurz durch. Dann ist das Thema auch schon erledigt. Nice, nice, nice. Was ist das Excavate 5? Muss ich nochmal schauen. Nicht, dass ich hier irgendeine Taste drücken müsste oder sowas in der Richtung. Ich habe keine Ahnung. Jawohl, Nummer 3 und. Okay, Nummer 4 zögert noch ein kleines bisschen. Da fehlt noch ein Eisen. Ein Fury-Teil-Dingens-Kirchen. Bauen wir das wieder auf, weil das eigentlich. Also, das ist so nice. Das ist so nice, weil wir hier halt wirklich keinen Brennstoff brauchen. Ist echt angenehm im Gegensatz zu, wenn wir das Ganze mit dem Ofen machen würden. Genau, dann fehlen einfach nur noch die vier Ecken. Der obere Teil und ist immer noch nicht fertig. Jawohl, und da ist das letzte Ingot durchgeschmolzen. Wir drücken noch einmal da drauf, warten bis es getrocknet ist. Getrocknet? Ausgehärtet? Ich glaube, ausgehärtet klingt besser als getrocknet. Bleiben wir bei ausgehärtet. Okay, dann warten wir, bis ausgehärtet ist. Jawohl, und da ist es auch schon. Genau, wir schmeißen es rein. Wie gesagt, die Goldchests crafte ich offscreen. Die beiden Anvils crafte ich offscreen. Und dann fehlt uns eben nur noch das eine Teil aus den Betweenlands. Und wenn wir mal hier reinschauen ins Questbook. Also, es wird. Ja, das ist. Okay, das ist eine doofe Grindarbeit. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt mache oder. Momentan bringen uns Blood Magic gar nicht so viel. Ich würde sagen, wir versuchen erst einmal in Stage 3 zu kommen und lassen die Quests hier wirklich größtenteils einfach mal bleiben. Weil, wie gesagt, es sind so doofe Quests, wo man alles Mögliche von diesem Twilight Forest Zeug braucht. Das kann ich dann einfach so zwischendrin mal ein bisschen machen. Aber interessant ist jetzt der Betweenlands. Und das schauen wir uns aber dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich wie immer fürs Dabeisein. Zum Schluss noch mein Wunsch, bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.